Hey Leute, hier ist Mr. Kurab direkt mit dem nächsten Video zur Gamescom. Wir bleiben bei EA, es geht weiter mit Mirror's Edge Catalyst. Das hatte ich ja gar nicht erwartet anspielen zu können, umso schöner war es, das mal auszuprobieren. Erstmal direkt vorweg, wer mich noch nicht so gut kennt, ich liebe das erste Mirror's Edge zu Tode. Ich habe das Spiel viel zu oft durchgespielt, ich bin jedes Mal erneut frustriert von den problematischen Steuerungsoptionen. Jedes Mal erneut, auch wenn irgendein unfairer Gegner oder eine unfaire Kante mich tötet oder die blöde Kamera mal wieder dazu führt, dass ich mich verschätze, aber ich spiele es trotzdem immer und immer wieder durch. Ich mag dieses Spiel viel zu sehr. Ich liebe die Atmosphäre, die Grafik ist unheimlich gut gealtert, der Soundtrack ist brillant. Also an sich erstmal an alle, die noch nie Mirror's Edge gespielt haben, Steam Sale, da gibt es alle paar Wochen für 2 Euro, gönnt es euch, spielt es durch, es braucht nur ein paar Stunden und es ist es echt wert. Hat aber, wie gesagt, auch seine Schwächen in der Steuerung der Kamera und die Story war recht simpel, du hattest glaube ich nur ein halbes Dutzend wichtiger Charaktere, um die es die ganze Zeit ging. Das Gute ist, Mirror's Edge Catalyst macht es eigentlich überall besser. Erstmal, Atmosphäre ist intakt und besser als je zuvor. Der Sprung auf die nächste Generation lässt alles noch einmal sehr viel schöner aussehen. Gibt dem Ganzen noch einmal ein größeres Level an Detail, lässt das Ganze noch sauberer und glänziger aussehen. Also hier die dystopische, perfekt überwachte und kontrollierte Zukunft sah nie hübscher aus, sah nie glänzender und strahlender aus, schon fast zu glänzend, schon fast so in dem Bereich, wo es sich blendet, weil alles glänzt, aber es hält sich alles gut in Grenzen. Atmosphäre ist da, Soundtrack habe ich jetzt nicht viel von gehört, halt Gamescom, aber was man gehört hat, klang gut, klang ähnlich stimmig wie im ersten Teil und im Allgemeinen, es spielt sich auch ziemlich gut. Die Steuerung ist zwar im Grundkonzept dasselbe, eine Taste für nach oben, eine Taste für nach unten, es läuft aber alles viel flüssiger und einfach viel besser, also ich könnte jetzt sagen, es ist einfach eine größere Akzeptanz da, man muss nicht mehr perfekt im richtigen Moment klicken, damit es funktioniert, aber das stimmt nicht mal, der Akzeptanzbereich ist immer noch recht klein, aber es läuft einfach viel besser, es läuft einfach flüssiger. Eines der großen Probleme im ersten Teil war, dass man ja aus diesem Rennfluss, diesem Flow, ziemlich rabiat rausgerissen wurde. Du hast gerade hier 13 Dächer überquert und 17 Sprünge und 5 Slides gemacht und es ist perfekt, und du hast das höchste Tempo und jetzt musst du ein Rohr hochklettern und all deine Arbeit war umsonst, weil das Rohr dich aus dem Flow reißt, weil du ja langsam hochklettern musst. Tja, Pech für dich. Man muss immer noch Rohre hochklettern und sowas, aber es reißt einen längst nicht mehr so aus diesem Flow, aus diesem fließenden Bewegung. Das Ganze ist alles viel, viel zusammenhängender, sieht sauberer aus, fühlt sich sauberer, schöner und schneller an. Es ist ja teilweise vergebender, aber es ist teilweise auch einfach besser. Es funktioniert einfach besser und die offene Welt funktioniert jetzt schon extrem gut. Ich durfte nur so 3 kleine Missionen ausprobieren, also einmal so schnell es geht von A nach B rennen, dann kletter zu Punkt X und drücke Aktion und lauf wohin und hau ein paar Typen dabei. Erstmal, das Time Trial ist eigentlich das beste Beispiel gewesen, weil, ja, man hat eigentlich nur 2 Punkte in der offenen Welt und so von einem zum anderen kommen. Das Spiel gibt jetzt zwar einen optimalen Pfad vor, aber du könntest auch jeden anderen nehmen, aber klar, der optimale Pfad ist der schnellste, darauf werden die Rekorde gelaufen und das Ganze läuft ziemlich gut, auch nur, wenn man einfach nur einen der Startpunkte dieser 3 Sachen gewählt hat, wird man halt dahin geführt, komplett durch die Welt und das Ganze blendet hier dynamisch ein, hier Runner Vision, das solltest du benutzen, da solltest du springen, hier kannst du springen, hier kannst du klettern und so weiter. Das läuft alles ziemlich gut, das sieht alles schon sehr, sehr cool aus und das passt auch sehr schön in die offene Welt. Halt so ein bisschen wie die ersten Assassin's Creed Spiele, als man noch hier in Florenz und Venedig unterwegs war, mit dem Unterschied eben, dass das Rennen ein bisschen mehr ist als 2 Tasten drücken und zur Kante laufen. Es wirkt einfach interaktiver, es wirkt flüssiger, es wirkt stärker, man fühlt sich einfach, als hätte man sehr viel mehr Einfluss und Macht darüber und das auf eine sehr, sehr coole Art und Weise, als würde man wirklich so jeden Sprung, jeden Schritt selber setzen und ja, es läuft echt gut, es macht echt Laune. Großer Pluspunkt auch hier an eben dieses Navigationssystem, zum Beispiel, ich sollte hier so ein Plakat hacken und da irgendwas drauf machen und ich dachte, okay, gebe ich mir hier den Startpunkt ein und laufe hin und ich laufe hin und wundere mich, wow, der Startpunkt ist ganz schön weit weg und schon knifflig dahin zu kommen, bis ich dann plötzlich, oh hey, du bist schon mein Plakat. Das hat mich einfach sofort dynamisch zum Plakat geführt, das habe ich ja nicht gemerkt, aber mir gefällt's. Mir gefällt es, dass diese Sachen nicht so einen festen Startpunkt, so eine feste Route haben, wie man zum Beispiel aus vielen früheren Assassin's Creed Titeln kennt, sondern dass wirklich einfach so ist, ja, du willst das machen, du setzt einfach einen Punkt und der führt dich irgendwie dahin und es läuft. Es ist nicht, dass du plötzlich merkst, dass du da dynamisch hingeführt wirst, weil hier der Übergang einfach nicht so ordentlich passt. Es hat sich angefühlt, als würde ich eine recht klar vordefinierte Strecke laufen, die aber doch nicht so recht klar vordefiniert ist, aber es hat sich so angefühlt, als wäre sie vordefiniert, weil alles zusammengepasst hat, weil die Wege zusammengepasst haben, ohne dass du ganz klar gesehen hast, ah, okay, da vorne werde ich springen müssen, da klettert man da hoch und da läuft man da rum. Man hat ihn nicht erkannt, aber er war trotzdem da, also das ist alles schon ziemlich, ziemlich cool.
Kampfsystem besser als im ersten Teil, aber ich würde es nicht unbedingt perfekt nennen. Erstmal, wenn man im Flow ist, ist es sehr viel leichter. Man wird kaum noch getroffen, man wird nicht mehr so seltsam rausgerissen. Man verschätzt sich immer noch teilweise. Also ich habe mich in einem späteren Teil des Kampfes verschätzt, bin irgendwo daneben gesprungen und saß dann erstmal ohne Flow da vor zwei Gegner mit Schusswaffen. Man kann ja selber keine Schusswaffen mehr benutzen in dem neuen Teil. Und muss dann immer gerade auf die zulaufen und so lange boxen, bis sie umgefallen sind, was ziemlich lange gebraucht hat. Wenn ich im Flow, also in der Bewegung war, hat teilweise Eintritt gereicht und sie waren K.O. Also das passt ziemlich gut, die reißen einen jetzt nicht mehr raus, die Kämpfe. Man kann wirklich laufen, K.O. schlagen, sich rumdrehen und sofort weiterrennen und ist immer noch komplett drin, hat immer noch die komplette Übersicht. Es läuft ziemlich cool, wenn das funktioniert. Aber wenn man halt raus ist, ist es teilweise ein bisschen schwer wieder reinzukommen, vor allem wenn man dann auf irgendeinem offenen Gebiet ist und der Typ steht 2 Meter vor dir. Was sollst du anders machen, als auf ihn zugehen und ihn so lange boxen, bis er umkippt? Also, ja, da ist es auch schwer, Alternativen zu bieten. Das Beste, was man da machen kann, ist wirklich den Spieler früh gut trainieren, dass er solche Fehler nicht macht. Aber vor allem Möglichkeiten bieten, dann wieder in den Flow zu kommen. Also keine großen leeren offenen Gebiete, sondern zum Beispiel ein paar Wände für irgendwie hier so einen Wall-One-Jump-Kick oder sowas bieten und dem Spieler früh genug beibringen, wie das funktioniert. Aber ja, das ist auch schon wieder Meckern auf hohem Niveau, weil das lief alles schon sehr viel besser. Ich denke, das war auch bei mir hauptsächlich Übungssache. Selbes zählt für die kleineren Hickser und Probleme beim Bewegungssystem. Ein Beispiel: bei dem Speedrun sollst du durch so einen Lüftungsschacht durchsliden. Ich habe es nicht geschafft. Einfach, weil ich nicht gut mit einem Stick-Controller, so einem Standard-Game-Controller, klarkomme beim Spiel wie Mirror's Edge. Ich bin da die Präzision meiner Maus gewohnt. Entsprechend bin ich jedes Mal an die Wand neben dem verdammten Lüftungsschacht gerannt und geklatscht und musste dann neu da reinkriechen. Hat mir Zeit gekostet, war ärgerlich, aber auch wieder nur Übungssache. Ein kleines Problem, das sich ergeben könnte, auch eben mit dieser Wanna's Vision. Mir ist einmal passiert, dass ich beinahe daneben gesprungen wäre, weil so ein Brett so ein bisschen schief von einem Dach lag. Also nicht so einem mehr oder weniger perfekten 90-Grad-Winkel, sondern eher so, sagen wir, 70 oder 60 Grad. Und ich dachte, das zeigt dir an, wo du hinlaufen sollst. Um dann festzustellen, dass ich doch geradeaus im 90-Grad-Winkel vom Dach hätte springen sollen und um ein Haar neben mein Ziel gehüpft wäre. Also so dieses klassische Problem aus dem ersten Mirror's Edge, dass du nicht weißt, wo du jetzt hinspringst und ob du überhaupt runterspringen kannst und was da ist, ist immer noch teilweise vorhanden, ist im Allgemeinen aber ein bisschen besser. Du hast klarere Übersicht, wo du hin willst, du siehst ein bisschen mehr von dem Weg, ein bisschen besser und übersichtlicher, siehst aber auch gleichzeitig deine Alternativen und die möglichen anderen Routen. Es wirkt an sich viel freier, viel offener und jetzt schon ziemlich, ziemlich gut. Also ja, was soll ich da noch sagen? Dazu, wir haben einen Haufen neuen Charaktere, das Setting ist interessant, wir lernen mehr über die Ursprünge von Faze und an sich, wie diese Stadt zu dem geworden ist, was sie ist und was das alles bedeutet. Das wirkt alles sehr, sehr cool, darauf freue ich mich jetzt schon sehr. Das ist, ja, alles, was ich mir gewünscht habe. Atmosphäre vollkommen intakt, besser als je zuvor. Steuerung komplett überarbeitet, trotzdem all das Gute aus dem ersten Teil ist immer noch enthalten. Und viel mehr Tiefe in der Story, der Welt, den Charakteren, also ja, ich kann es nicht anders sagen, das sieht alles ziemlich geil aus, da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Im Allgemeinen auch hier mit Star Wars Battlefront, EA scheint es inzwischen so langsam zu lernen, dass sie ihre Spiele mal ordentlich machen sollten, dass sie mal fertig machen sollten, dass sie an sich mal Fans zuhören sollten. Es ist das erste Mal, dass bei EA mehr gute Spiele rauszukommen scheinen als Dreck. Also das allein ist schon ein Grund zum Feiern. Entsprechend, ich bin sehr gespannt, was wir da am Ende bekommen. Das könnte alles ziemlich geil werden. Aber damit sind wir hier dann auch erstmal fertig. Willkommen auf meiner Endcard. Hier links findet ihr direkt die letzte Gamers Week, rechts den letzten Gamers Talk, eben das letzte Special Star Wars Battlefront. Wer mehr will, oben gibt es Zeit zum Kanal, den dürft ihr natürlich auch gerne abonnieren. Ebenso froh bin ich immer, wenn ihr mir einen letzten Daumen nach oben hier lasst, das hilft mir mit dem Video. Ich sehe auch, was klappt gut, was klappt weniger gut, woran muss ich vielleicht noch arbeiten. Im Allgemeinen Ideen, Kritik, Vorschläge und was euch sonst noch einfällt, ihr haut mir bitte alles unten in die Kommentare, ich schaue mir das alles durch. Nächste Videos kommen, sobald sie fertig sind. Weitergehen tut's mit Ubisoft, sprich Rainbow Six Siege, For Honor und The Division. Bis dahin, alles Gute und man hört sich. Euer Mr. Kurab.